Ja, guten Tag allerseits. Wieder mal hallo Leute. Beide vor der Kamera für ein längeres Video heute, weil heute gibt es das große Making-of quasi, nicht wirklich, aber ein längeres Interview, das du mit mir führst, aber das wir auch gemeinsam führen werden. Du hast verschiedene Fragen und wir werden das in drei Teile splitten, dann wird es auch nicht so lange. Dann müsst ihr nicht 10 Stunden uns anhören. Ja. Das Interview dreht sich um das erste Buch, Die Wege des Königs. Ja. Das haben wir beschlossen, dass wir zu jedem Werk so ein größeres Interview machen. Und warum unter der Rubrik Making of? Einfach damit es nicht noch mehr zusätzliche Rubriken gibt. Und es ist ja eigentlich ein Making of, das Making of des Buches an sich, und da passt es eigentlich rein. Ja, ja. Ja. So. Making of im Nachhinein quasi. Nicht. Ja. Ja. Dann wollen wir jetzt auch loslegen, nicht länger quassen, sondern zum Eigentlichen übergehen. Genau. Teil 1, Entstehung des Werks. Ja. War die Aufteilung auf die drei Hauptcharaktere von Anfang an vorgesehen oder hat sich das ergeben, als du noch mehr Teilbereiche beleuchten wolltest? Für mich stand von Anfang an fest, dass ich sämtliche Parteien, die in diesem Krieg in der Handlung vorkommen, beleuchten möchte. Also ich hatte tatsächlich schon von Anfang an die drei Hauptpersonen, Daivor, Harkand und Mlarad. Harkand und Mlarad waren von Anfang an eigentlich klar, wie die sind. Ja. Also Mlarad, der totale Antagonist, Harkand, der eigentlich gute, aber doch mit einigen Fehlern versehene König, und Daivor, der hat eigentlich die größte Wandlung durchlaufen, beziehungsweise da habe ich mir am längsten überlegt, wie kann ich jemanden einbauen, der auf der Seite von Nikvarega steht. Dass es jemand ist an Harkands Seite, stand von Anfang an fest. Musste es das so sein? Wäre es nicht möglich gewesen, noch einen Nikvarega einzubauen? Ich fand es sehr interessant, sehr möglich gewesen. Ja. Es wäre natürlich vieles möglich gewesen. Ich fand es interessant, jemanden zu haben, der in der Nähe des Merkerkönigs steht. Ein bisschen ein Grenzgänger ist auf beiden Seiten. Genau, aber eine völlig andere Sichtweise auf die Dinge hat. Ja. Daivor war sein definitives Alter, da habe ich lange gerätselt. Also am Anfang habe ich gedacht, es wäre möglich, dass er noch wirklich ein Bub ist, so 7, 8 Jahre oder so wäre möglich gewesen. Aber ich dachte mir, nee, der muss älter sein, um wirklich selbstständig handeln zu können. Ja, ja. Und auch wirklich Einfluss auf die Handlung zu nehmen. Ich bin ja nicht so der Fan von irgendwelchen Küchenjungen, die die Welt retten. Oder irgendwelchen Kindern, es kommt ja oft vor bei Fantasy, dass dann, vor allem bei Jugend-Fantasy, wenn es Kinder oder Jugendliche sind, die da vor fast unlösbare Aufgaben gestellt werden. Genau, ja. Das finde ich doch so ein bisschen, kann mal passieren, aber wird viel zu häufig verwendet. Und ich bin eher der Meinung, nee, man muss schon eine gewisse Reife und Erfahrung mitbringen, um auch wirklich entscheidend zu sein über längere Zeit. Naja, ist meine Einstellung, kann man teilen, kann man nicht. Ja. Auch auf Facebook. Bei den Jugendfantasy ist natürlich auch die Sache der Identifikation mit der Hauptfigur. Mhm. Natürlich muss man berücksichtigen, ja. Und da macht es schon Sinn. Also von dem her drei Sichtweisen, ja, eigentlich von Anfang an. Ja. Und eben ein Nikvarega allein wolltest du nicht auch noch, um noch besser die Züge des Caesar oder so hätte man beleuchten können, wie der ja, gegen absolut. Die Mask vorgeht und so. Hätte man können, ja. Es ist wie überall in der Kunst, man kann es immer anders machen, es wäre auch gut. Genau.
Und das hätte die Handlung natürlich noch mehr aufgeblasen mit noch einer Sichtweise. Genau, eine völlig unabhängige Sichtweise, das wäre so ein bisschen zusammenhangslos gewesen oder hätte genau. Zumindest... Ja, stimmt. Es muss nicht zusammenhangslos sein. Daivor, Harkan und Narad treffen ja eigentlich zusammen. Die haben jeder ihre Sicht. Mhm. Jeder hat seine Sicht auf die Dinge, aber sie sind trotzdem in einer Gruppe, auch wenn sie selbstständig agieren, zeitweise. Aber sie treffen bei Harkan in seinem Heer aufeinander. Wobei, wenn ich mich jetzt nicht völlig in die Nesseln setze, sind nie Daivor, Mlarad und Harkan zusammen. Es sind immer Harkan und Mlarad oder Harkan und Daivor, ja. Aber nie alle drei zusammen. Und der Daivor lernt den Mlarad erst auch etwa in Kapitel 18 oder so kennen. Wenn ich mich jetzt nicht völlig in die Nesseln setze. Könnte durchaus sein übrigens. Ja. Nee, es ist schon früher beim Überfall auf Harkan sieht er ihn wahrscheinlich, aber wirklich Bekanntschaft macht Daivor erst sehr spät im Buch mit dem Mlarad. Ja. Ja, das wäre es mal zur Entstehung. Hast du gleich noch eine Frage? Sonst zur Entstehung? Ja, ja. Ja, stand vor August von den Planungen schon von Anfang an auf Seiten der Mark. Ja, das hat immer schon auf Seite der Mark gestanden. Ich fand so ein externes, kleines Land ganz interessant. Ein Land, das zwischen die Fronten gerät, das sich selber nicht wirklich wehren kann gegen diese großen Mächte und auf eine Lüge. Es ist eine Lüge, mit dem sich Fargus rettet. Oder mit dem Faugust überleben kann. Ja. Es lügt, dass es auf Seiten der Nikvareger steht, aber war die einzige Möglichkeit für die Fauguster zu überleben. Hüstel, ja. Hüstel. Ja. Generell, wir haben nicht viele kleine Länder bei uns auf unserer Welt. Da bildet Faugust ein bisschen eine Ausnahme. Noch nicht, ja, absolut. Faugust ist wirklich so ein ganz kleines Land. Besteht eigentlich nur aus dem Hauptort, der nicht mal eine Stadt ist, sondern ein Ort und so eine Art eine Handelsstadt. Und der Daivor soll auch gerade durch diese, dass es so klein ist, soll er wirklich so ein bisschen einen verklärten Blick darauf haben. Hier ist das Paradies und... Das gemütliche kleine Zuhause. Ja, genau, genau. Naja. Und durch was ist es genau so ein Handels, also ein Land, das durch Handel groß geworden ist? Oder groß? Faugust? Ja, seine gewisse Macht errungen hat, so. Dass es überhaupt zu einem eigenständigen Staat kommen konnte und nicht einfach in der Nein, Macht Handel wird, es wird etwas Handel getrieben, aber grundsätzlich sind es Selbsternährer, die sich auch nicht groß um die Belange der anderen gekümmert haben. Die wollten einfach so ein bisschen in Ruhe gelassen werden, dort am Golf. Und denen ist mehr oder weniger, oder zumindest war der Ursprungsgedanke so, dass sie mehr oder weniger in Ruhe gelassen werden wollten und auch ihr Glück im Kleinen suchten. Dann so ein kleines Teil da, so ein Fitzelchen. Aber sie gehören eigentlich zu den ursprünglichen Siedlern, die sich noch weiter abgespalten haben. Ursprüngliche Siedler. Ja. Sind andere Siedler, sorry. Andere. Sind andere Siedler, ja. Es sind nicht die Siedler von Perdrun oder Evarn. Es waren andere Siedler. Die sind nachträglich gekommen. Richtig, ja. Ja, die Siedlungsgeschichte wird auch ganz spannend in den Clan des Seedrachens, das dann Anfang nächstes Jahr erscheinen wird. Und dort werden dann Perdrun und Evarn, die ja immer wieder im Grenzkrieg erwähnt werden, besonders Evarn bekommt dort einen großen Part und dort findet man auch diverse Hintergründe, wie das alles entstanden ist. Genau, vor allem Evarn, weil die Geschichte ja auch im Norden spielt. Mhm. Unter dem Blätterdach. Genau. Des großen Nordwaldes. Meine Güte, eigentlich fast ausschließlich.
wenn ich mir das so überlege. Ja. Aber ist eigentlich auch mal was Neues. Alles nur, also im Wald. Nicht alles eben, weil es ja noch eine Reise gibt, aber ja, ist mal was Neues. Finde ich. Jawohl. Ich sehe gerade, das war deine letzte Frage. In Bezug auf die Entstehung des Werks, ja genau. Ich wollte noch ein bisschen ausholen, die Entstehung des Werks, was meine Gedanken waren, warum gerade der Grenzkrieg, warum die Paladine. Genau. Warum das Ende und nicht der Anfang des Grenzkriegs, genau, das wäre nur noch eine gute Frage. Genau, es war so, das war 2009, wir haben vorher immer noch an der Großen Chronik geschrieben, unser Hauptwerk, ja. Haben uns dann übernommen, bemerkt, das ist zu groß. Zumindest für gesagt, ein Erstlingswerk, ja. Wir brauchen oder wir wollen je ein Buch schreiben, das für sich alleine steht und auch nicht zu komplex ist. Ja. Wir wollten beide ein Ereignis aus der Geschichte unserer Länder rauspicken, das so eine Art ein Wendepunkt ist in der Geschichte der Mark. Jetzt hier in Wege des Königs und im Cheruskerland in Clan des Seedrachens. Und wir haben uns dann, jeder hat sich für sich eigentlich Gedanken gemacht, ja, was könnte man nehmen? Und ich bin dann irgendwie, der Grenzkrieg mit den Iquareger, der war eigentlich schon immer, den gab es schon immer, seit wir uns mit der Chronik von Stahl und Feder auseinandersetzen. Und sie waren immer die Kontrahenten auch schon im Norden. Ja, richtig. Waren immer die Kontrahenten, die die beiden Landesteile, das Cheruskerland und die Mark, eigentlich zusammengeschmiedet haben. Ja, Iquareger war immer der Widersacher. Und dann war es ziemlich naheliegend, dass man eben diesen Grenzkrieg schreibt. Und die Paladine, die hat dann auch schon ihre Rolle damals in der Großen Chronik, als wir uns mit dem Werk übernommen haben, waren die sehr wichtig und da dachte ich mir, gut, die baust du auch noch ein. Ja. Der große Grenzkrieg und das Auftauchen der Paladine, das sind doch zwei perfekte Aufhänger für eine Geschichte. Stimmt. Warum nicht der Anfang des Grenzkriegs? Weil ich das Ende zeigen wollte. Wie es ausgeht, wie sich die Mark aus diesem Krieg befreit und was sie nachher für eine Position hat. Wird so nur angetönt, aber man kann es schon erahnen, dass der große Widersacher vorerst mal beseitigt ist und die Mark jetzt aufatmen kann und wachsen kann. Und wachsen. Sie ist noch nicht ausgewachsen. Der letzte große Schritt kommt noch. Kommt noch im dritten Buch. Ganz genau. Aber der erste wichtige Schritt der ist getan. Ja. Man wird nicht mehr schikaniert von einem anderen Nebenbuhler. Man kann sich ganz auf sich selbst konzentrieren. Nicht, dass Nick Freger ganz verschwinden würde. Nein. Aber es wurde die Frage geklärt, wird die Mark überleben, wie es jetzt der Fall ist, ja. Oder wird sie untergehen? Genau. Das ist eigentlich die Hauptaussage des Grenzkriegs und auch hier von die Wege des Königs. Überlebt sie oder überlebt sie nicht? Genau. Das stand ja ein bisschen auf der Kippe. Wenn man es so will, eigentlich auch durch die Kirche. Aber das gehört dann mehr in die Handlung rein. Oder? Ja, absolut. Ja. Wollte ich noch etwas sagen? Nein, ich denke, das wäre es von meiner Seite zur Entstehung. Und wir sehen uns dann gleich mal wieder. Genau, beim Teil über die Handlung.